was ist hier los? Wer war das? Ich bin so glücklich, Pepe. Es war eine gute Idee, Pfirsichbäume zu pflanzen. Ja, und die Pfirsiche sind schon reif. Brrr. Dann ernten wir sie doch jetzt gleich. Hm, so viele Pfirsiche. Brrr. Ja, wie köstlich. Zenon wird sie gleich ernten und er wird mir eine geben. Brrr. Au! Patolito, isst du etwa Pfirsiche? Brrr. Nein, ich weiß nicht. Hier stimmt doch etwas nicht. Brrr. Brrr. Hört sofort auf damit, das sind nicht eure Pfirsiche. Komm schon, Cousin, es sind genug für alle da. Oh, sei doch nicht so ein spielverderber Cousin. Brrr. Ihr werdet schon sehen. Ah. Hey, Pepe, isst du daheim nicht etwa Pfirsiche? Wer allein isst und nicht teilt? Brrr, ich war es nicht. Da ist eine Bande Mönchsittiche, die Pfirsichbäume plündern. Brrr. Das habe ich mir von Anfang an gedacht. Naja, eigentlich hatte ich keine Ahnung. Lass sie nicht aus den Augen. Ich hole Hilfe. Hä? Brrr. Ha, gegen mich haben sie keine Chance. Wir sind zu weit. Zehner, ein Notfall, ein Langsam, Notfall. Langsam, Pepe, ich verstehe kein Wort. Ein Notfall. Die Mönchsittiche fressen unsere Pfirsiche. Was? Mönchsittiche? Oh nein, diese kleinen Gauner werden schon sehen. Hör auf, Peperone. Wo steckt denn Patolito? Hier bin ich. Verschwindet, ihr Pfirsichdiebe. Ah, meine Pfirsiche, meine Pfirsiche. Wir müssen unsere Pfirsiche retten. Und die Mönchsittiche fangen. Brrr. Kommt mit, ich habe einen Plan. Ich werde es euch zeigen, ihr kleinen Diebe. Ja, gut gemacht, Zugpferd. Gleich hab ich euch, gebt auf. Komm zurück, sie entkommen uns. Kommt mit, ich habe einen anderen Plan. Dieses Mal kann nichts schief gehen. Diese Mönchsittiche werden ihr blaues Wunder erleben. Was ist das für ein leckerer Pfirsich? Baum ist noch da. Haltet ihn gut fest. Leg wohl, meine schönen Pfirsichbäume. Aber wir haben einen gerettet.